der komplettesten Fahrradfahrer auf dieser Welt, Dominik Raab. Top 4 hinunter auf das U und 180 auf der U-Box zu Fakey über das Vorderrad hinüber. Ganz, ganz locker, dieser junge Mann, traumhaft. Ich werde mich hier jetzt einmal gemütlich auf meinen Sessel hinsetzen. Ich bin ja schon ein alter Mann geworden, damit das Ganze für mich auch nicht so anstrengend ist. Wow, 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 wow! Das ist er! Also der Dominik hat offensichtlich was dagegen, dass ich mich hier hinsetze. Dann werden wir mal das Ganze weg hier schieben. Und ich denke, der Dominik ist gerade über mich drüber gesprungen, als ich mich gemütlich hinsetzen wollte. Aber ich denke, der Dominik möchte hier zeigen, dass er ganz, ganz hoch über Hindernisse drüben springen kann. Und ihr kennt das ja schon ein bisschen. Ihr seid ja in Heuberg zu Hause. Das ist für uns jetzt, haben wir mitbekommen, die Hochburg des Dreisports. Und der Dominik hat etwas ganz Besonderes, weil er fährt kein Wettkampf-Trail-Fahrrad mehr, sondern er fährt ein normales Mountainbike. Ein ganz normales, gängiges Mountainbike, wie ihr es im Laden hier in Heuberg kaufen könnt. Und er möchte euch jetzt zeigen, wie hoch er mit so einem gängigen Fahrrad springen kann. Und ich möchte, das sage ich jetzt einfach mal, die zwei Jungs da oben, das sind eigentlich keine Trailfahrer, keine Streetfahrer, aber das sind Dörter, die haben, ich sag mal jetzt Cojones, so sagen wir das in Österreich, in ihren Hosen. Und sie werden sich hier der Battle stellen. Sie werden runterkommen und werden gegen den Dominik antreten. In einem kleinen Hochsprung-Bunnyhop-Contest. Also Jungs, kommt mal runter, gleich natürlich über die Rampe. Geht schon los. Heuberg, was ist los? Wollt ihr die Jungs auch sehen? Auf dem Bunnyhop-Contest. Ganz locker hier drüber. Oh, ganz locker hier über die 15 cm hier, der Alfred auch hinunter. So. Liebes Publikum, wir haben hier eine Hochsprungstange mitgebracht. Die Jungs sind alle schon jetzt hier über diese 50 cm drüber gesprungen. Bis auf den Dominik, der möchte jetzt hier noch einmal ganz lustig drüber springen, denke ich. Vom Manuel heraus über die Stange. Manuel zu Bunny Hop. Da lassen wir den Großmeister hier durch. Und dann gehen wir bei unserer Show nicht nur 5 cm, auch nicht 10 cm, sondern wir gehen schon 20 cm höher. Auf 70 cm hoch. Bunnyhop mit einem gängigen Mountainbike. Liebes Publikum, make some noise. Hände hoch und klatscht und macht Stimmung für Clemens Caudela. Ganz locker hier über die 70 cm. Alfred Schulze, auch hier ganz, ganz locker. Die zwei Dirtfahrer hier liegen was vor der Dominik natürlich nach. Keine Frage. Und wir gehen höher. Wir gehen höher. 80 cm. 80 cm ist high. Bunny Hop. Clemens Caudela. Und da wirft er schon ab. Der Clemens. Aber ganz locker hier in der Quarter zu Fakey, er zu Fakey in der Quarter, denn dieser junge Mann hat heute noch einiges mehr vor. Er wird euch heute noch über diese Jumpbox was zeigen, was ihr selten gesehen habt. Und der Alfred hier legt vor, er schafft es über die 80 cm hoch. Dominik Raab legt nach. Oh, 180! 180 Bunny Hop über 80 cm. Der lässt sich natürlich hier nicht lumpen in seiner Spezialdisziplin. Der Dominik, er ja einer der weltbesten Streetrail-Fahrer, lässt sich nicht lumpen hier vom Alfred, aber er möchte wieder vorlegen. Alfred Schulze, 90 cm. Und da ist er! Alfred Schulze! 90 cm hoch Bunny Hop. Unglaubliche Höhe für diesen Dirt-Spezialisten, Traum, unglaublich. Und der Dominik ganz locker hier, so liebes Publikum. Und jetzt, und ich sage euch das wirklich, das haben wir noch nie gemacht. Es klingt jetzt so dahergeredet, aber wir haben diese Battle hier, die Dirtfahrer gegen den Dominik, noch nie gemacht. Noch nie, wirklich. Wirklich, und das ist das erste Mal, dass ich diesen Mann Bunny Hop springen sehe. Noch nie habe ich das gesehen, diesen Mann hier. Was? Ah ja, jetzt. Jetzt ist er auch an seiner Grenze angelangt, denn ein Meter ist eine Höhe, die wirklich eigentlich fast nur mehr Spezialisten hier springen können. Und wie gesagt, die meisten eben auf einem speziell dafür gemachten Fahrrad. Aber der Dominik,
Und Dominik wird euch jetzt zeigen. Es geht auch auf einem Mountainbike. Dominik Raab, Heubach, wo seid ihr? 1 Meter. Und ich sage jetzt einmal nur so dahingesagt, wir gehen noch höher. 1,05 Meter. Wollt ihr sehen? Wollt ihr sehen? Ja. Ja. Ja, ist das. Kommt schon, Dominik. Dominik, was ist los? Geht schon. 1,05 Meter. 1,05 Meter. Bunny Hop in Heubach. Dankeschön. Dankeschön, Leute. Ihr seid super.